Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wenn du zu Aldi, Lidl, Netto oder sonst wo hinfahren möchtest und einkaufen möchtest, fährst du nicht einfach los und sagst du, irgendwo wird alles gut. Du bist dann vielleicht im Schwarzwald und sagst, naja, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich glaube, so sind wir nicht unterwegs. Wir wissen ganz genau, dann geht es dahin, dann geht es dorthin. Oder du planst deinen Urlaub und sagst, naja, also egal, irgendwo wird schon was sein. Das haben wir mal gemacht. Isolde und ich, wir hatten die Sommerferien und haben dann gesagt, montags, du, eigentlich so Last-Minute-Reisen, die sind ja so günstig, da kannst du für 400 Euro all-inclusive reisen, so günstig kann man sonst nirgends hin. Wir fahren, baden eher auf den Flughafen und schauen da was und wir packen den Koffer und dann das, was uns gefällt, nehmen wir. Wir waren dort, es gab tausende Angebote, zu viel Angebote. Wir sind wieder weitergefahren und sind im Schwarzwald geblieben. Ja, also wenn du keine Vorstellung hast, wisst ihr, es ist auch so, wenn du einen freien Tag hast und du planst nicht irgendwie etwas, der geht rum und ist einfach vorbei. Oder wenn du sagst, ich brauche einen Beruf, ich möchte Koch oder Köchin werden. Du bist dann drauf und dran, wie das geht. Was für eine Ausbildung brauche ich? Welche Schule? Welches Restaurant? Welches Hotel? Und so weiter. Und ja, manche sind auch so unterwegs, möchte Koch werden. Wenn mich jemand braucht, ja gut, du kannst vielleicht irgendwo so einen Aushilfsjob bekommen, aber man hat Referenzpunkte. Und ja, im Glauben genauso. Im Glauben, ja, es gibt ja so vieles und da gibt es das und die Religion und der Glaube und dann gibt es der Pfingstglaube, dann gibt es der Glaube und der Glaube und jener Glaube. Ja, ich sage dir, ich möchte das Beispiel bringen und das ist ein gutes Beispiel. Ich habe eine Folie mitgebracht vom magnetischen Norden. Und ihr kennt alle den magnetischen Norden. Ihr wart noch nicht dort, aber ihr kennt den magnetischen Norden. Warum kennt ihr den magnetischen Norden? Jede Landkarte, jedes Navi, alles richtet sich danach aus. Und das Schöne ist es, keiner kann den Nordpol verschieben. Keiner kann ihn verändern. Irgendwo hingehen und sagen, ach, da jagt man eine Rakete rein, dann ist vorbei mit dem Nordpol. Nein. Und auch kannst du sagen, ich akzeptiere den Norden nicht. London ist mein Norden. Kannst du sagen. Oder dein Zuhause ist dein Norden. Kannst du auch sagen. Aber du wirst nicht weit kommen. Oder du sagst, jetzt war so viele tausend Jahre der Nordpol, der magnetische Norden, die Ausrichtung, jetzt wird es endlich Zeit, das ist alles nicht mehr zeitgemäß, ich mach einen anderen Norden. Ja, der Nordpol ist so absoluter Referenzpunkt. Er ist ein Referenzpunkt, ob du gläubig bist, ob du ungläubig bist, ob du andersgläubig bist, oder auch für die Technik und für die Wissenschaft. Für alles ist der magnetische Norden einen festen Referenzpunkt. Und jede Reise bezieht sich auf diesen Norden und jedes Navigationssystem auf diesen Norden. Heute hat man das projiziert auf die Satelliten, die das wissen, aber es ist der gleiche Norden. Jedes Handeln in deinem Leben hat eine Referenz. Kennt ihr das? Du gehst zum Doktor und du sagst, mein Arm tut mir weh. Dann sagt der Doktor, zwischen einer Skala von 1 bis 10, wie weh tut er? Und du sagst, 15. Das heißt, kurz vorm Sterben. Ja, aber das sind Referenzpunkte. Oder genauso gut, du hast eine Referenz, wenn es 0 Grad hat.
du sagst, ich ignoriere die 0 Grad, ich gehe raus mit der Badehose, mir ist es heute so egal, es scheint die Sonne, ich gehe raus. Ja, du kannst rausgehen, du kannst frieren, aber der Referenzpunkt 0 Grad wird bleiben. Ja, genauso Wohlstand hat seinen Referenzpunkt und auch der Glaube. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, genau auf das möchte ich kommen. Ja, unveränderbare Navigationsreferenz, ihr Lieben, ist das Kreuz. Du kannst es wegreden, du kannst es kleinreden, du kannst gläubig, ungläubig sein, du kannst Wissenschaftler sein, du kannst sein, wer du willst und du kannst es ignorieren, aber so wie der Nordpol, der magnetische Nordpol, ist für uns das Kreuz der Referenzpunkt unseres Glaubens. Das ist egal, ob du evangelisch, katholisch, freikirchlich bist, das ist total egal. Aber so viele Christen sind unterwegs nicht nach dem Referenzpunkt, sondern die christliche Fahrt ins Blaue. Und wisst ihr, die christliche Fahrt ins Blaue macht vielleicht am Anfang Spaß und nachher hast du keine Orientierung mehr in deinem Leben. Und viele sind in die Welt hinausgegangen und sagen, ach ja, ist auch nicht groß anders in der Welt, da kann man das und jenes tun und so weiter. Es ist deine Entscheidung, was deine Referenz ist. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel bestimmt den Weg. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Er sagt, er ist der Weg. Und wo führt der Weg hin? Ans Ziel. Und dieser Weg, wenn wir mit dem Weg, der Weg ist, unterwegs sind, das heißt nicht, wenn wir Christen sind. Manche sagen, ich habe einmal mich zu Jesus bekannt, ich bin auf dem Weg. Oh ja, da sind so viele neben dem Weg, die schon mal Ja zu Jesus gesagt haben. Aber wenn Jesus für dich der Weg ist, nicht im Kopf, sondern in deinem Tun. Viele im Kopf, ja, da gibt es so vieles, das sieht so religiös aus, aber die sind nicht auf dem Weg, die denken nur den Weg. Wir erreichen das Ziel, wenn wir unsere Reise am Referenzpunkt ausmachen. Ja, auch wenn Gegenwind ist, ist der Nordpol der Nordpol. Auch wenn es gewittert, ist der Nordpol der Nordpol. Auch wenn es schneit, ist der Nordpol der Nordpol. Und wenn es dort scheußlich ist, ist der Nordpol der Nordpol. Und genauso ist es am Kreuz. Egal, was auf dieser Erde dir passiert, das Kreuz ist deine Richtung. Dort ist Erlösung, dort ist Heilung, dort ist Weisheit. Auch bei Gegenwind, bei allem, dort ist wirklich das, was du brauchst. Ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie wir früher auf der Baustelle gemauert haben. Und ich war ja als Kind auf der Baustelle bei meinem Vater. Und das Erste, was auf einer Baustelle passiert ist, eine Ecke wurde hochgemauert. Da gab es Schnurgerüste, heute gibt es mehr Technik, um das zu tun. Man hat eine Kante gemauert und an der hat sich das ganze Haus ausgerichtet. Ich habe auch hier nochmal ein Beispiel aufgebaut, der Eckstein. Und an dem kann man alles messen. Man kann den Winkel messen, man kann die Entfernung messen. Und ich weiß, wie in jedem Bau, mein Vater hat 12 Häuser, glaube ich, gebaut in seinem Leben. Und dann war dieses Eck da und dann hat es hier Steine gegeben und dann wurde das Haus quasi um das Eck gebaut. Und Jesus sagt, er ist der Eckstein. Das heißt, an diesem Stein sollte sich dein Leben ausrichten, sonst bist du außerhalb dem Bauwerk. Und wenn wir außerhalb dem Bauwerk sind, sind wir selbstverantwortlich für das, was passiert. Ja, ein guter Start ist nicht eine Garantie, dass man das Ziel erreicht. Ja, eine Zielverfehlung des Lebens hat Folgen. Hat Folgen. Und ihr kennt alle dieses Bild von dem
Leuchtturm, von dem Leuchtturm, wo ein Leuchtturm, der die Richtung zeigt. Und da habe ich auch ein Bild euch mitgebracht. Und auch einen Leuchtturm mitgebracht. Ein Leuchtturm ist ein fester Bestandteil auf einer Seekarte. Man kann auf der Seekarte genau feststellen, wo er steht. Das ist ganz genau und wie er blinkt. Da gibt es welche, die blinken in Rot und manche kürzer, manche länger. Und man sieht von Weitem, das ist der Leuchtturm auf der Karte. Und in der Seefahrt ist es so, wenn ich zwei Punkte kenne, den Norden praktisch, den habe ich, den magnetischen Norden, den habe ich überall. Und ich habe noch einen Leuchtturm, dann kann ich bestimmen, egal wo ich bin, egal wo ich bin, jetzt sehe ich hier den Leuchtturm, hier sehe ich das Kreuz, also den Norden kann ich rechnerisch bestimmen, genau wo ich bin. Und das ist was ganz Interessantes. In Johannes 8, Vers 12 heißt es, ich bin das Licht für die Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht der Dunkelheit in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und wenn du das Licht hast und das Kreuz hast, und das nennt man auch in der Sprache der Navigation, heißt es eine Dreieckspiegelung. Und was sagt uns die Zahl 3? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hast du wirklich das Licht und hast du den Weg, dann bist du auf dem richtigen Weg. Egal von welchem Ort dein Leben ist oder an welchem Ort du bist, Gottes Norden, das Kreuz und Jesu Licht, Jesu, das Licht bleibt immer an derselben Stelle. Das heißt nicht, dass es langweilig ist, sondern es bleibt immer an derselben Stelle und egal wo du im Leben unterwegs bist, hast du das Licht, hast du den Weg. Und wenn du in diesem Bereich bist und da kannst du auch dir ausmessen, wie dein Leben aussieht. Und ihr Lieben, das Kreuz ist sowas von wichtig, ist nicht ein Symbol für Ostern. Nein, es ist der Navigationspunkt, der Referenzpunkt für dein Leben. Dein Navigationsreferenzpunkt. Der Heilige Geist zeigt uns immer die Kursnadel, wo der Kurs hingeht. Und wisst ihr, ihr habt ja alle so ein dickes Buch, was man Bibel nennt. Und die Bibel zeigt dir da, wohin der Kurs geht. Wenn du mal außerhalb dem Gebäude bist, dann zeigt dir der Kompass, die Bibel, wo es hingeht und wie es auch wieder zurückgeht, vielleicht aus dem verwirrten Wirrwarr, wo du vielleicht lebst. Egal, wo du bist, du kannst immer die Abweichung vom Norden feststellen mit dem Wort. Da gehst du rein, schlagst es auf und auf einmal heißt es, wow, ich bin der Herr, dein Arzt. Ja, aber der Doktor hat doch gesagt, noch ganz kurze Zeit und dann ist unheilbar. Ja, komm zurück wieder an das Wort, weil hier lebst du bis zur letzten Sekunde, wie Gott möchte, dass du auf dieser Erde bleibst. Nicht wie ein Arzt meint, nicht wie Menschen meint, sondern wie Gott meint. Und ich sag dir, die Bibel ist immer dein Begrenzungspunkt oder dein Bezugspunkt, dein Norden, deine Navigationsreferenz für alles. Lass dein Norden Gottes Norden sein. Und nicht, wisst ihr, ach, da was Schönes. Und die Vielfalt hat ja so viel Kraft heutzutage. Malta, Malta. Und heute richte ich mich da aus. Wochentags richte ich mich da aus. Nein, ich sag dir, Gott hat ein Kreuz geschaffen, ein Referenzpunkt, wo du dein Leben ausrichten kannst. Nicht religiös, sondern mit Freude mit unserem Herrn. Wenn sich das nicht deckt, dein Norden mit deinem Norden, ist es reine Zeitverschwendung auf dieser Erde und du bist in Gefahr. Und ich sag dir, so, es gibt so viele falsche Berater. Der erste falsche Berater war im Garten Eden. Hat Gott wirklich
gesagt? Fragezeichen. Ja, können wir mal drüber nachdenken. Man muss ja moderner sein und weiß nicht, ob Gott hinten nachkommt. Machen wir mal das so und so. Ja, Adam und Eva haben da schon mit begonnen und du hast auch heute immer noch die Entscheidung, tust du es oder tust du es nicht. Keiner zwingt dich danach. Und so viele haben ihren Norden verloren, sind in Not, sind in Probleme und kommen nicht weiter. Und ich möchte allen anbieten, ganz besonders dich jetzt zuschauen, wenn du in Not bist, wenn du krank bist und so weiter, du darfst uns schreiben. Schreibe an gebet@missionswerk.de und wenn du uns deine Adresse wissen lässt, dann schicken wir dir noch einen Brief zu. Und wir tun es nicht, sondern Gott tut es. Aber wir dürfen beten, stimmt's? Wir dürfen beten, dass wir wirklich und dass ihr den Norden findet und auch in dem Norden unterwegs seid. Du hast für den einen, für dein eigenes Leben die Autorität und Verantwortung. Du bist verantwortlich, wohin du gehst. Sei überzeugt, dass Gottes Wege gesund sind. Wandelt auf dem Weg, den euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohlgeht. So heißt es 5. Mose 5,33. Navigier dein Leben nach Gottes Referenzen. Geh diesen Weg mit Freude und Überzeugung. Dein klares Ziel. Überzeugt einen Menschen, der um dich her geht oder um dich her ist, der im Alltag ist, wenn wir ein klares Ziel haben. Oftmals heißt es, ach, die Christen, die wissen nicht, was sie wollen. Nein, gerade wir sollten für unser Leben ein klares Ziel haben. Nicht ein Alltagsziel, nicht ein Wochentagsziel und ein Sonntagsziel, sondern ein klares Ziel. Wenn du den Norden kennst, kannst du jeden Standort ermitteln. Und wenn du das kennst und ermittelst den Standort, so auf einer Karte, stell dir das mal vor und dann siehst du, oh ja, dieser Standort ist auf dem Meer. Oh, dieser Standort, da ist eine Schlucht. Dieser Standort, da ist eine Gefahrenstelle. Oder dieser Standort ist ein Berggipfel. Und ich sag dir, dein Standort kannst du bestimmen mit dem biblischen Norden, dem Kreuz. Es gibt andere Referenzpunkte. Wisst ihr, der religiöse Norden, der liegt auch so wie der magnetische Norden vom geografischen Norden ganz knapp daneben. Aber daneben ist daneben. Und ich sage dir, richte dich nicht nach dem religiösen Norden aus, sondern richte dich nach diesem Norden aus. Er zeigt dir den richtigen Weg. Amen. Ja, es gibt auch den Bequemlichkeitsnorden. Ach Herr, ich mein's ja schon gut mit dir, aber weißt du, jetzt gerade nicht, ich habe gerade keine Zeit. Ja, es gibt auch den esoterischen Norden. Alle Kraft ist in dir. Setze deine Kraft in dir frei und so weiter. Das ist auch ein Norden. Die Bibel lehrt uns aber, dass in uns die Kraft des Heiligen Geistes ist und nicht unsere eigene Kraft. Schlage das Kursbuch auf, das Referenzhandbuch. Und ich sag dir, nimm das Referenzbuch in die Hand und da steht in 2. Mose 15, Vers 16, ich bin der Herr, der dich heilt. Amen. Nimm das Referenzbuch in die Hand für das Unmögliche. Und da steht in Lukas 18, Vers 27, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Nimm das Referenzbuch in die Hand für Versorgung, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nimm das Referenzbuch in die Hand für Ermutigung, für dein Leben, für Erlösung, für Liebe, für Ewigkeit, für Nähe Gottes und so weiter. Nimm es in die Hand und es wird dir den Weg zeigen. Und wir sind heute alle hier aus unterschiedlichen Städten, Wohnungen und alle
haben den Weg genommen, manche vielleicht per Navi, manche wissen den Weg schon und ihr seid heute hier. Keiner ist losgefahren und ruft nachher an aus Hamburg und sagt, oh, ich habe euch nicht gefunden, bin einfach mal eine Autobahn gefahren. Nein, ihr seid alle hier und so wollen wir auch unterwegs sein mit unserem Herrn und König. Ja, gleiche deinen Kurs aus und gleiche deinen Kurs immer wieder mit der Bibel ab. Und wisst ihr, ja, ich habe früher mal eine Predigt gehört, ich habe früher mal eine Bibel gelesen und ich weiß, was da alles drinsteht und so weiter. Ich sage dir, schlag die Bibel auf, du wirst immer wieder richtungsweisende Dinge finden. Eine unvorstellbare Navigationsreferenz, auf die jeder auf der Erde zugreifen kann. Jeder kann auf die Referenz zugreifen. Auf den göttlichen Norden, auf das Kreuz. Jeder, ob er Muslim ist, ob er Buddhist ist, ob er Atheist ist, ob er Christ ist, jeder kann darauf zugreifen. Keiner, kein Herrscher dieser Welt, die in diesen Tagen sehr laut und prominent Unfug treiben, kann diesen Norden zerstören. Keiner kann ihn zerstören. Aber so deine eigenen Norden, dein eigener Wohlstand, deine eigene Gemütlichkeit, deine eigene Lauheit, die ist schnell zerstört. Und ich sage dir, richte dich aus auf den Norden, der das Kreuz ist. Ja, ich sage nicht, sei ein guter Christ, sondern bleibe auf Kurs. Wie viele Christen sind unterwegs? Überall dümpeln sie rum und sind manchmal sogar eine Schande oder kein gutes Beispiel. Und ich sage dir, dümpel nicht irgendwo rum, sondern richte dich nach diesem Norden aus. Die Bibel ist aktueller wie die Zeitung von morgen. Und das ist das, was wir brauchen. Bleib auf Kurs. Das Ziel lohnt sich. Das Ziel lohnt sich. Und ich sage dir, es ist auch wichtig, dass wir auf dem Kurs bleiben. Viele fangen gut an, gehen den Weg einige Zeit gut und dann kommen Dinge, wo ich sage, ja, ich mache es wieder wie früher, mach das wieder und das und jenes sollte ich auch machen. Und sie kommen ab und sind vielleicht noch sonntags in der Kirche und haben noch eine schöne, dicke Bibel dabei. Ich sage dir, das ist, die Bibel zu haben, ist nicht der Kurs. Darin zu lesen, das ist der Kurs. Zu lesen und auch tun. Es gibt so viele, die kennen das Wort besser wie wir alle zusammen. Aber wenn man es nicht tut, hilft es uns nichts. Dir nützt nichts dein Auto, das draußen auf dem Parkplatz steht, wenn du nachher nicht einsteigst und losfährst. Wenn du einfach hinstehst und sagst, ich komme nicht nach Hause, ich komme nicht nach Hause, ich habe keine Möglichkeit und sagst, du steig in dein Auto, gib Gas und fahr nicht zu schnell, da hat es viele Fotos hier vorne. Ja, und dann fahr nach Hause, wisst ihr. Und so praktisch ist das Wort Gottes. Es ist nicht so kompliziert. Viele machen es kompliziert. Das Wort Gottes ist so einfach, für manche zu einfach. Aber ich sage dir, in der Einfachheit hat es die größte Kraft. Hat es die größte Kraft. Und ich glaube, ich habe es letztens schon mal zitiert, wie jemand Prominentes gesagt hat, ich verstehe nicht, wie ihr so einfach betet und so viel geschieht. Und ich sage dir, das ist unser Referenzpunkt. Es geschieht durch das Kreuz. Durch den Sieg am Kreuz. Gib Gott die Ehre. Danke, Herr.